Was würdest du sagen, wenn ich dir verrate, dass es eine Technik beim Sex gibt, die du bisher noch nicht nutzt und die sie nicht einmal kennt? Wenn du sie aber lernst und meisterst, dann musst du damit rechnen, dass sie ständig auf dich springt und dich anbettelt, diese Technik zu verwenden. Und ganz nebenbei, sie hilft dir sogar dabei, länger durchzuhalten. Abgekürzt, du wirst ihr Orgasmuslieferant. Wie ein Pizzalieferant wirst du ihr auf Bestellung das geben können, was sie will. In diesem Video werde ich dich in die Kunst des Shallow Trusting einführen. Wenn du es 1:1 übersetzt, kommt so etwas wie leichtes Stoßen heraus, aber es ist viel mehr als nur das. Diese Technik ist bisher noch erstaunlich unbekannt und viel zu wenig wertgeschätzt. Aber dafür werde ich dir jetzt erklären, warum es sich für Frauen so großartig und geil anfühlt und wie du es Schritt für Schritt noch heute Nacht bei deiner Partnerin anwenden kannst. Die meisten Männer denken, dass eine tiefe und harte Stimulation mit ihrem Penis das ist, was Frauen zum Stöhnen und zum Orgasmus bringt und dass sie dafür, wie die meisten Pornodarsteller, 20 cm und mehr in der Hose haben müssen. Aber gute Nachrichten, diese Technik funktioniert mit einem kleineren Penis manchmal sogar besser. Du kannst dich also schon mal von dem Gedanken, sie wie ein Presslufthammer bearbeiten zu müssen, verabschieden. Im Prinzip ist es relativ einfach. Versuche einmal ganz, ganz vorsichtig nur die Spitze deines Penis in ihre Vagina einzuführen. Ganz langsam und vorsichtig. Stell dir vor, dass du sie innen so wenig wie möglich berühren möchtest. Dann kannst du deinen Penis langsam tiefer einführen, maximal aber ein Drittel deines Penis. Konzentriere dich auf die ersten Zentimeter ihrer Vagina und versuche mit deinem Penis diesen Bereich ganz langsam zu penetrieren. Shallow Trusting eben. Jetzt fragst du dich vermutlich, was soll der Quatsch? Ganz einfach. Der absolute Großteil der Nerven, die innerhalb der Vagina liegen, befinden sich in den ersten paar Zentimeter. Dazu kommt noch, dass ihr G-Punkt bzw. ihre G-Fläche ebenfalls in diesem Bereich liegt und dadurch viel besser stimuliert werden kann. Und dazu kommt auch noch, dass ihr BC-Muskel, welcher eine wichtige Rolle für den weiblichen Orgasmus spielt, ebenfalls dadurch aktiviert wird. Der BC-Muskel umschließt ihre Harnröhre, Vagina und Anus. Das ist tatsächlich etwas komplizierter, aber für dieses Video reicht es vollkommen aus, für dich zu wissen, dass eine Aktivierung ihres BC-Muskels nur gut für dich und damit auch für sie ist. Es bringt also extrem viele Vorteile mit sich, lediglich vorsichtig ihren Eingang und die ersten Zentimeter ihrer Vagina zu stimulieren. Hartes und tiefes Stoßen kann für Frauen sehr schmerzhaft sein, gerade wenn du gut bestückt bist. Gib dem Shallow Trusting also eine Chance. Glaube mir, sie wird es lieben. Auch für dich ist es von Vorteil. Du wirst vermutlich länger dadurch durchhalten und zusätzlich die Bewegungen intensiver wahrnehmen. Du hast also jetzt ein neues Tool, das du nutzen kannst. Dazu kannst du es in allen Variationen ausprobieren, verschiedene Stellungen zum Beispiel. Du kannst den Bewegungsablauf an sich natürlich auch variieren, indem du zum Beispiel deinen Penis nur zu einem Viertel einführst und dann kreisende Bewegungen machst. Wenn du in den ersten paar Zentimetern ihrer Vagina mit deiner Penisspitze an ihre Vaginawände und ihren G-Punkt stößt, dann werden es vermutlich auch die Nachbarn mitbekommen. Jetzt bekommst du von mir aber noch 3 konkrete Varianten, wie du Shallow Trusting noch heute nutzen kannst. Nummer 1. Mixe sanfte und harte Stöße. Wenn du lediglich deine Penisspitze langsam einführst, dann kannst du zum Beispiel jeden dritten Stoß tief setzen. Also dreimal sanft und nur mit deiner Penisspitze und dann einmal tief. Das wird sie verrückt machen, da es ihr wechselnde Stimulationsreize setzt, was sie immer mehr und mehr erregen wird. Auch hier kannst du natürlich nach einer gewissen Zeit den Rhythmus wechseln und nur jeden zehnten Stoß tief setzen. So weiß sie nie genau, wann der nächste tiefe Stoß sein wird, was sie natürlich noch wilder werden lässt. Nummer 2. Lass deine Penisspitze in ihrer Vagina, während ihr euch küsst.
Dadurch aktivierst du ihre Verbindung von Gehirn und Körper. Sie wird es nicht gewohnt sein, dass du einfach nur in ihr verweilst, ohne etwas aktiv mit deinem Penis zu machen. Für dich könnte das natürlich eine Herausforderung sein, gerade wenn du super horny bist, weil du natürlich loslegen willst. Aber glaube mir, es lohnt sich hier zurückzuhalten und einfach nur mit den ersten 1-2 Zentimetern deines Penis in ihrer Vagina zu verweilen, während du sie küsst, mit ihren Nippeln spielst oder sonstige erogene Zonen stimulierst. Es wird ihr Verlangen nach dir und deinem Penis ins Unermessliche steigern. Vielleicht wird sie sogar versuchen, in ihrer Erregung dich zu ihr zu ziehen, damit sie endlich deinen kompletten Penis in ihr spüren kann. Nummer 3. Beziehe andere erogene Zonen mit ein. Ich habe es gerade bereits kurz angerissen. Nutze zusätzlich weitere erogene Zonen deiner Partnerin. Küsse sie am Hals, stimuliere ihre Nippel und falls du es hinbekommst, nutze deine Finger, um ihre Klitoris zusätzlich zu stimulieren. Das ist manchmal gar nicht so leicht, je nach Stellung. Was du aber machen kannst, ist, ihr einfach zu sagen, dass sie sich selbst dabei mit ihren Fingern an ihrer Klitoris stimulieren soll. Viele Männer wollen nicht, dass Frauen das tun, was sehr schade ist. Falls es dein Ego kränkt, wenn eine Frau sich beim Sex zusätzlich selbst berührt, dann solltest du dieses Mindset schnellstens überdenken. Es hat nämlich nichts damit zu tun, dass du es selber nicht hinbekommst, sondern damit, dass es dadurch für euch beide noch besser wird. Nutze also ihren gesamten Körper als zusätzlich erogene Zone. So bekommst du fast eine Garantie, dass sie einen intensiven Orgasmus haben wird. Probiere es aus. Du hast ja nichts zu verlieren. Und ich habe tatsächlich noch keine Frau kennengelernt, die Shallow Thrusting nicht in vollen Zügen genossen hat. Wenn du bei der Umsetzung Probleme hast oder sonstige Probleme im Bett hast, die du gerne beheben möchtest, dann lass uns gerne mal persönlich am Telefon darüber sprechen. Alles, was du dafür tun musst, ist, dich über den Link in der Beschreibung für dein persönliches, kostenloses Beratungsgespräch einzutragen. Wir können dort über alles sprechen und du brauchst keine Angst haben, in meiner langjährigen Karriere als Sexcoach habe ich schon so ziemlich alles gehört. Trag dich also jetzt für dein kostenloses Beratungsgespräch bei mir ein. Es läuft selbstverständlich alles zu 100% diskret ab und du brauchst keine Angst haben, dass es irgendjemand mitbekommt. Also mein Lieber, ich freue mich auf dich. Deine Bea von Best Lover.